weitermachen. Genau. So, dann kommen wir jetzt zu 3.4. So, und auch hier gilt blöderweise das, was ich bei dem vorigen Film auch schon gesagt habe. Ich habe das Ganze schon aufgenommen und da ist der Ton ausgefallen und deswegen mache ich es nochmal. Aber das führt eben dazu, dass das, was ich hier über meinen Tablet-Computer an die Wand werfe, dass ich das alles schon geschrieben habe und das also von da jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal schreibe. Also, wir kommen jetzt hier zu den Thermoelementen. Thermoelemente haben Sie ja in der Physik durchaus schon behandelt. Und jetzt will ich nur hoffen, dass der Rechner auch richtig funktioniert. Jetzt ist er, glaube ich, völlig überlastet. Es kann sich nur noch um Minuten handeln, bis ich hier das hier auf dem Bildschirm habe. So. Und dann kommen wir also jetzt zu den Thermoelementen, die ich nochmal kurz wiederholen möchte. Und ich wiederhole sie deshalb nicht nur, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich nochmal an das zu erinnern, was Sie ja eigentlich schon mal gelernt haben, sondern auch, weil ich mir so eine spezielle Art und Weise überlegt habe, wie man sich die Thermospannung immer vorzeichenrichtig ausrechnen kann. Die Grundüberlegung bei den Thermoelementen und bei der Thermospannung ist nun folgende. Also wir haben zwei Materialien, hier ein Material 2 und hier ein Material 1. Zwei unterschiedliche Metalle beispielsweise. Und die beiden Metalle, die bringe ich jetzt hier zusammen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Kontaktstelle hier unten an. Also das eine Metall, das zweite Metall. Jetzt weiß man, bei Metallen sind ja die Elektronen im Leitungsband, können sich da mehr oder weniger frei bewegen. Und sie sind aber im Leitungsband ja nun auch gebunden, also sie haben eine bestimmte Bindungsenergie. Das heißt, man muss ihnen eine bestimmte Energie zuführen, um sie freizusetzen, damit sie aus dem Metall rauskommen. Diese Energie kann man als Austrittsenergie bezeichnen. Austrittsenergie. Wenn das jetzt zwei verschiedene Materialien sind, zwei verschiedene Metalle sind, dann haben die unterschiedliche Austrittsenergie. Und ich nehme jetzt mal an, dass hier das Material, dieses Grüne, eine niedrige Austrittsenergie hat, das heißt, da gehen die Elektronen leicht raus. Und das hier hat eine hohe Austrittsenergie, da gehen die Elektronen halt nicht so leicht raus. Wenn ich die jetzt zusammenbringe, dann werden Elektronen aus dem Bereich häufig hierhin gehen und Elektronen aus dem Bereich selten nach da. Also Elektronen von da nach da geht leicht, Elektronen von hier nach da geht schwer. Das führt dazu, dass, wenn jetzt hier ein Kontakt da ist, mehr Elektronen hier hinwandern. Dann ist aber vorher, bevor die zusammengebracht wurden, diese beiden Kontaktstellen, war ja alles elektrisch neutral. Wenn jetzt Elektronen von da nach da wandern, sind jetzt hier mehr Elektronen vorhanden, und das heißt, der Teil ist negativ. Hier fehlen Elektronen, das heißt, der Teil ist positiv. Also hierüber entsteht eine Kontaktspannung. Und bei diesen Verhältnissen der Austrittsenergien, hier positiv, da negativ. Wenn ich diese beiden Materialien hier oben auch nochmal zusammenbringe, ja, dann passiert hier genau das Gleiche. Auch hier entsteht eine Kontaktspannung. Wie kann ich diese beiden Kontaktspannungen messen? Beispielsweise dadurch, dass ich es hier in diesem Zweig, ich könnte es auch hier machen, dass ich in diesen Zweig einen Voltmeter einbaue. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, hier entsteht eine Kontaktspannung, sagen wir mal, um überhaupt eine Größenordnung mal zu nennen,
Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt sinnvoll ist. Also sagen wir mal, hierüber entsteht 1 Volt. Ja, dann entsteht hier 1 Volt, hier ist Plus und hier ist Minus. Hier sind die Verhältnisse genauso, also entsteht hier auch 1 Volt, hier mit Mi Plus und hier mit Minus. Das heißt, wenn ich jetzt von da nach da hingehe, dann sehe ich, hier habe ich einen Sprung 1 Volt positiv, dann komme ich hier hin, habe ich wieder einen Sprung 1 Volt negativ. Das heißt, von da nach da ist die Spannung 0. Das heißt, hier entstehen zwar diese Kontaktspannungen, aber ich kann sie hier nicht messen. Ich kann erst überhaupt etwas messen, wenn die beiden Kontaktspannungen hier unterschiedlich sind. Und das kann ich dadurch erreichen, dass die Temperaturen unterschiedlich sind. Denn man kann sich vorstellen, wenn jetzt hier die Temperatur höher ist als da, ja, dann kriegen die Elektronen ja mehr Energie mit und mehr Elektronen wandern hier rüber. Das heißt, der Punkt wird noch negativer. Und dann ist hier die Kontaktspannung größer, da ist sie kleiner und hier sehe ich eine Differenzspannung. Das heißt, diese Spannung hier, die nenne ich jetzt mal Thermospannung, die Spannung ist 0, wenn die beiden Kontaktstellen auf der gleichen Temperatur sind. Und sie kann nur ungleich 0 sein, wenn die beiden Temperaturen unterschiedlich sind. In sehr guter Näherung stellt man nun fest, dass die Kontaktspannung proportional zur Spannungsdifferenz ist. Also UTH ist proportional zu T1 minus T0. Was wir noch wissen müssen ist, wie groß ist der Koeffizient, der Proportionalitätskoeffizient dazwischen. Und tatsächlich stellt sich dann heraus, dass dieser Proportionalitätskoeffizient, der hier zwischen liegt, tatsächlich als Differenz beschrieben kann von 2 Materialkonstanten. Hier haben wir eine Materialkonstante Alpha 1, hier eine Materialkonstante Alpha 2 und der Koeffizient, der hier zwischensteckt, hängt von der Differenz dieser beiden Materialkonstanten ab. Jetzt nur die Frage, muss ich hier Alpha 1 minus Alpha 2 oder Alpha 2 minus Alpha 1 reinschreiben? Und dazu habe ich mir jetzt eben folgende Überlegung gemacht, die immer zum richtigen Ergebnis führt. So. Und das mache ich jetzt vielleicht doch tatsächlich nochmal neu. Also das. Die Technik hier. Da. Ich habe da dieses schöne Microsoft Surface-Tablet und diesen hervorragenden und mit extrem viel Sensorik ausgestatteten Stift. Aber der macht eben manchmal, was er will und nicht, was ich will. Jetzt müssen wir mal schauen, ob er jetzt und was macht. Ja, jetzt scheint er was zu machen. Dann radieren wir das hier mal alles aus. So, also haben wir jetzt folgenden Aufbau. Hier das erste Material, Kontaktstelle, das zweite Material, Kontaktstelle, wieder das erste Material und hier wird die Spannung gemessen. Ich glaube, da oben hatte ich die Spannung, das Spannungsmessgerät in den roten Bereich eingebaut, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Aus der Analog- und Digitaltechnik, die Sie ja teilweise bei mir gehört haben, wissen Sie, dass ich großen Wert darauf lege, dass man sich ordentlich mit den Vorzeichen von Spannungen beschäftigt. Und eine Grundvoraussetzung dazu ist, einzutragen, wie möchte ich eine Spannung messen. Die Spannung UTH messe ich jetzt von hier nach da. Das heißt, das Voltmeter, das ich hier einbaue, hat seinen Pluspol, das ist der Pluspol des Messgerätes. Und nichts anderes hat seinen Pluspol hier und seinen Minuspol hier. Das ist gerade der Sinn von dem Pfeil. Der Pfeil sagt mir, da ist der Pluspol, da ist der Minuspol von dem Messinstrument. Und jetzt mache ich Folgendes. Hier haben wir die Temperatur T1, hier die Temperatur T0. Der Koeffizient zum grünen Material, den nenne ich Alpha 1. Den Koeffizient zu dem hier rot eingezeichneten Material, den nenne ich Alpha 2.
Und jetzt mache ich das, was ich als Achterbahnfahren bezeichne. Ich setze mich jetzt hier auf die Leitung drauf und ich fahre jetzt von dem Anschluss des Pfeils zu der Spitze des Pfeils. Das heißt, ich fahre hier entlang. So, hier fahre ich jetzt entlang und jetzt komme ich hier zu einer Verbindungsstelle, zu einer Kontaktstelle. Wenn die Kontaktstelle vor mir liegt, wie hier, dann wird der Anteil Alpha 1 mal T1 addiert. Also, Alpha 1, na, in blau, Alpha 1 mal T1. Wenn ich jetzt über der Kontaktstelle drüber bin und die Kontaktstelle liegt sozusagen hinter mir, dann wird der Anteil Alpha 2 mal T1, aber der wird subtrahiert, weil die Stelle hinter mir liegt, minus Alpha 2 mal T1. Jetzt fahre ich hier weiter und komme hier hin. Ich sitze auf Alpha 2, T0 liegt vor mir, also plus Alpha 2 T0. Dann komme ich hier über die Verbindungsstelle drüber, sitze jetzt auf Alpha 1, also muss ich jetzt den Beitrag Alpha 1 mal T0 subtrahieren. Minus Alpha 1 T0. So, und wenn ich jetzt hier mehr Kontaktstellen habe, weil hier noch unterschiedliche Materialien drin sind, dann berücksichtige ich die immer auf die gleiche Art und Weise. Ich fahre vorgegeben durch diesen Pfeil, den ich hier eingezeichnet habe, durch das ganze Gebilde durch. Und wenn eine Kontaktstelle vor mir liegt, dann ist das Alpha mal der Temperatur. Und wenn die Kontaktstelle hinter mir liegt, ist das der entsprechende Alpha mal der Temperatur, aber dann Minus. So, und dann sehen wir, das ist also Alpha 1 mal T1 minus T0. Das waren der und der Anteil minus Alpha 2 mal T1 minus T0. Und dann sehen wir das Endergebnis. UTH gleich Alpha 1 minus Alpha 2 mal T1 minus T0. So sieht das also jetzt aus. Ja. Was einen natürlich jetzt interessiert als nächstes ist, ja, wie groß sind denn so typischerweise die Werte für diese beiden Parameter Alpha 1 und Alpha 2? Und da können Sie in das Skript hineinschauen und sehen im Skript, auf der Seite 14, wenn das jetzt das Skript ist, was Sie haben. Ja, dann sehen Sie also hier das Material. Im Wesentlichen sehen Sie hier Metalle oder metallartige Gebilde und das Alpha. Sehen Sie einmal jetzt hier bei 273 Kelvin, also bei 0 Grad. Und dass das hier bei einer bestimmten Temperatur angegeben wird, ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass diese Linearität, die in der Gleichung drinsteckt, dass diese Linearität doch nicht so ganz genau gegeben ist. Denn wenn die Gleichung Alpha 1 minus Alpha 2 mal T1 minus T0, wenn die tatsächlich exakt über einen großen Temperaturbereich gelten würde, dann wäre das Alpha ja nicht temperaturabhängig. Tatsächlich ist es also temperaturabhängig, also die Abhängigkeit ist tatsächlich nicht ganz linear, aber für unsere Anwendung gehen wir erstmal einfach von dieser Linearität aus. Und Sie sehen, der Wert ist für Alpha ist gar nicht so groß, Mikrovolt pro Kelvin. Und dann sehen Sie hier minus 70, minus 35, Platin ist 0. Warum ist Platin 0? Naja, wir sehen ja in der Formel, da kommt ja immer nur eine Differenz vor. Das heißt, die Werte, die jetzt
hierzu gehören, sie zu einem bestimmten Material gehören, die Werte kann man gar nicht bestimmen. Man kann immer nur Differenzen bestimmen. Und insofern hat man dann freie Wahl, einen Referenzpunkt festzulegen. Und da hat man halt einfach Platin genommen. So, Platin ist 0 und dann sehen Sie hier Aluminium 3,5, Blei ist 4,0 und Eisen ist 19, Nickel, Chrom 25, also hier sehen Sie jetzt so unterschiedliche Sachen. Und vielleicht könnten wir jetzt an der Stelle auch mal eine kleine Rechnung durchführen. Das steht jetzt, glaube ich, auch nicht im Skript. Ich versuche es einfach mal aus dem sogenannten hohlen Bauch. Wir machen jetzt mal folgenden Aufbau. Das sei konstantan. Das ist auch so eine Legierung, die bei der Temperaturmessung häufig verwendet wird. Das ist also das eine Material, konstantan. Und wir machen jetzt ein Eisen-Konstantan-Thermoelement. Das heißt, hier kommt jetzt Eisen. Das ist Eisen. Dann kommt hier wieder konstantan. Und hier haben wir das Voltmeter. Ich möchte die Spannung in der Richtung messen. Ja, und jetzt ist das Voltmeter mit seinen Anschlüssen beispielsweise aus Kupfer aufgebaut. Beziehungsweise wir verbinden das hier jetzt mit Kupferleitungen mit dem Thermoelement. Das heißt, das hier ist Kupfer. So, dann haben wir 1, 2, 4 Verbindungsstellen. Und ich möchte jetzt mal zeigen, wie ich mit diesen 4 Verbindungsstellen auch mein Verfahren rechtfertige. Jetzt nehmen wir mal an, dass wir hier an der Stelle ein T1 von 100 Grad Celsius haben. Hier an der Stelle haben wir ein T0 von 20 Grad Celsius. Und an der Kontaktstelle hier gibt es eine Temperatur, ich nenne sie mal T3, von 30 Grad. Und hier haben wir eine Temperatur, ist jetzt ein bisschen unrealistisch, aber macht ja nichts, von 10 Grad Celsius. So, dann schauen wir in dem Skript nach. Kupfer hat ein Alpha von 6,5. Konstantan hat ein Alpha von minus 35. Und Eisen hat ein Alpha von 19. Und zwar immer in Mikrovolt pro Kelvin. Und jetzt messe ich die Temperatur, die Spannung UTH sozusagen von hier nach da. Also muss ich jetzt das ganze Gebilde durchlaufen. Hier fange ich an und jetzt laufe ich hier so lang, bis wir da an der Spitze, an dieser Spitze hier oben wieder angekommen sind. So. Dann schauen wir jetzt mal, ob ich das hier hinkriege. Also, UTH gleich Alpha Kupfer mal 30 Grad Celsius minus Alpha Konstantan mal 30 Grad Celsius plus
Alpha Konstantan mal 100 Grad minus Alpha Eisen mal 100 Grad plus Alpha Eisen mal 20 Grad minus Alpha Konstantan mal 20 Grad plus Alpha Konstantan mal 10 Grad minus Alpha Kupfer mal 10 Grad. Wenn Sie ganz besonders kritisch sind, was Sie natürlich sein sollen, dann würden Sie sich fragen, wieso schreibt der da 30 Grad Celsius rein, müsste man da nicht absolute Temperaturen in Kelvin reinschreiben. Damit haben Sie völlig recht. Insofern ist das, was ich hier hingeschrieben habe, eigentlich an der Stelle gar nicht korrekt. Ich müsste eigentlich zu jeder Temperatur, die hier drin steht, noch 273 Kelvin dazu addieren, damit wir im Kelvin gerade rauskriegen. Die Temperaturen, mit denen wir zu tun haben, müssen natürlich immer eigentlich als absolute Temperaturen ausgedrückt werden. Nur, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe und die Formel, die da steht, noch mal ein bisschen zusammenfasse, dann sehen wir, ich nehme jetzt erstmal das, was sozusagen beim richtigen Thermoelement entsteht, also an diesen beiden Punkten. Dann sehe ich, ich muss eigentlich rechnen, Alpha Konstantan mal 100 Grad minus Alpha Eisen mal 100 Grad plus Alpha Eisen mal 20 Grad minus Alpha Konstantan mal 20 Grad. Das müsste also jetzt der und der Anteil sein. Dazu kommt jetzt